sind oder nicht, da ist ziemlich heftig. Ich bin aus Neugier vor circa 2 Tagen in das Forum von Rheinische Post reingegangen. Und da schreibt eine Frau über eine Internetseite, die Terrorismus propagiert. Alles klar? Kannst du gleich machen. Ja, inshallah. Hier, diese Sache, ach, meine Oma ist auch gekommen. Hi, Oma Else. Ich. Alles klar. Ja, ich wollte das auch gerne mitbekommen. Für die Schwestern können wir mal meine Oma begrüßen, inshallah. Gut. Auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, da schreibt diese Frau, schaut mal hier diese Internetseite, und das ist eine Internetseite, wo es nur um Terror geht und so weiter. Das sind alles ganz große Fans von Pierre Vogel. Das muss doch verboten werden. Ich gehe auf die Internetseite. Auf der ersten Seite von dieser Internetseite, Widerlegung von Abu Enes. Dann gehe ich auf eine andere Kategorie, Abu Muawiyah von der Islamschule wird zum Käfer erklärt. Dann über mich, der Verräter. Ich meine, wer wirklich auch nur die Wahrheit ansatzweise sehen will, der braucht sich doch nur anzugucken, was diese Leute schreiben. Dann schreibe ich zu dieser Frau, haben Sie mal die Augen aufgemacht? Das ist eine Seite, die gegen diese Leute hetzt. Weil diese Leute gegen Terrorismus reden, werden sie von diesen Leuten als Verräter angesehen. Was schreibt sie danach? Was hat sie danach geschrieben? Nichts mehr. Ausgewichen. Denn das Problem ist, dass man die Fakten manchmal nicht hören will. Es gibt manchmal Fakten, die das paranoide Weltbild zerstören würden. Und die will man nicht gerne hören. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. So. Und an dieser Stelle will ich auch noch etwas dazu sagen. Und das ist leider das Gefühl, was ich in diesem Fall habe. Und da sollen Sie sich selber fragen, ich will keinen beschuldigen. Es ist manchmal so, wenn man ein Vorurteil hat, da will man dieses Vorurteil, das gewinnt man so lieb, das will man einfach nicht mehr loswerden. Ja? Das will man einfach nicht mehr loswerden. Und ich habe das Gefühl, dass für viele Leute diese ganze Theater hier ein ganz schönes, eine Abwechslung im grauen Alltag war. Ja, seit 20, 30 Jahren immer derselbe Trott und jetzt auf einmal hat das Leben einen neuen Sinn. Wir müssen die Welt retten. So kommt es mir ehrlich gesagt vor, ich will keinen beschuldigen, weil sicherlich ist der ein oder andere dabei, der berechtigte Angst hat. Aber ganz ehrlich, wenn man Angst hat und es wird über jemanden etwas erzählt und diese Leute machen vor einem oder zwei Monaten ihr Hüpfbogen, stellen die auf. Und die machen, wir machen in Reit einen Infostand und dort einen Infostand und dort einen Infostand. Wie kommt, warum ist es nicht möglich, dass man aufeinander zugeht? Aber Alhamdulillah, das ist die Vergangenheit. Was wir wollen, ist die Zukunft. Dass die Zukunft diese Sache verändert. Jetzt geht es um den nächsten Einwand, den es gab. Der nächste Einwand war gewesen, dass wir missionieren. Unter Missionierung verstanden, dass wir Leute zum Islam einladen. Das heißt, wir machen den Leuten klar, dass wir davon überzeugt sind, dass der Islam der wahre Weg zu Gott ist. Wer etwas dagegen hat, hat eigentlich selber etwas gegen das Gesetz in diesem Land. Denn laut diesem Gesetz kann man das machen. Damit haben wir nichts gemacht, was irgendwie gegen die Regeln in diesem Land verstößt. Wir wissen schon, wo unser Rahmen ist, in dem wir uns bewegen können. Dann geht es zum nächsten, dann habe ich jemanden gehört im Fernsehen, in der Moschee wird keine Demokratie gelehrt. Hat jemand gedacht, die Moschee ist ein Platz für politische Weltkunde oder wie?
Das ist eine Moschee. Das ist eine Moschee, da ist kein Platz für politische Weltkunde. Ja? Und das ist ganz klar der Punkt. Und ich, ja, bin überhaupt nicht dazu verpflichtet, irgendjemandem zu erzählen, was für mich das Beste oder das Schönste ist, solange ich mich an die Regeln hier halte. Es wurde dann gesagt, ich habe gesagt, okay, welchen Kompromiss können wir finden? Es wurde gesagt, ihr müsst die Demokratie akzeptieren. Übrigens, wenn man die meisten Menschen fragt, was ist Demokratie, dann wissen sie gar nicht, was damit gemeint ist. Welche Demokratie? DDR? Deutsche Demokratische Republik? Oder die verschiedenen Arten von Demokratie? Was ist damit gemeint? Was ist das, was man verteidigt? So, wie soll unsere Akzeptanz von Demokratie aussehen? Das ist die Frage. Reicht es, wenn ich nicht gegen das Gesetz verstoße? Oder soll ich mich auf den eigenen Marktplatz stellen und eine Lobeshymne auf die Demokratie singen? Und sagen, die Demokratie ist das allheilbringende Mittel, das Beste, was es jemals gegeben hat. Und wer nicht daran glaubt, ist ein Schwein. Oder was soll ich sagen? Wenn es das ist, wenn man das von uns erwartet, dann kann ich nur sagen, wir werden das niemals tun. Das wird man von uns niemals hören. Aber wenn von uns erwartet wird, dass wir uns an die Regeln halten, nicht stehlen, nicht rauben, nicht vergewaltigen und so weiter und so fort, dann ist das etwas, wozu wir selber aufrufen. Wozu wir selber aufrufen. So. Dann wollte ich am Ende noch, weil es wurde, ich habe ungefähr vor 3 Wochen einen Aufruf im Internet gemacht und ich habe dort Leute herausgefordert, die über uns Quatsch erzählt haben. Ja? Und ich wollte jetzt diejenigen, die diesen Schwachsinn über uns erzählt haben, weil die sind dann großartig zur Moschee gekommen und haben dann dort getan, ja, Pierre Vogel, wo bist du denn hin und her? Ich wollte diese Leute jetzt nach vorne bitten, dass ich sie diese Fragen stelle. Sie sind doch von RTL, oder? Sie haben doch den Bericht mitgemacht, oder? Dann kommen Sie bitte her. Am Nachmittag konfrontieren wir Sven Lau, Mitglied des Vorstandes des Vereins, mit dieser Aussage. Er gibt in diesem Video weiter, was nach Scharia ist, bei jemandem, der den Islam abtrünnig wird. Und das ist nicht in diesem Land, die Scharia herrscht hier nicht und wir werden hier niemanden die Köpfe abhauen. Aber Sie verbreiten doch solche Lehren. Nee, Sie verbreiten, dass wir hier in der Gesellschaft Köpfe abschlagen wollen. Das sagt doch Herr Tschipzi. Doch, nee. Der Herr Tschipzi, der hat es doch gesagt. Schauen Sie, legen Sie mir nicht irgendwelche Wörter in den... Ja. Okay. Dann stelle ich Ihnen jetzt die Frage, was Ihnen einfällt, uns als Terroristen darzustellen, wo wir diejenigen sind, die am meisten gegen Terrorismus geredet haben. Was fällt Ihnen ein, zu sagen, dass der Verfassungsschutz sagt, dass Sie Angst haben, dass dort Kinder zu Terroristen ausgebildet werden? Wo dort in der Islamschule gar keine Kinder ausgebildet werden. Warum erzählen Sie den Leuten diese Sachen, um sie in Angst und Schrecken zu versetzen? Na, zunächst vielleicht mal, haben Sie den Bericht nicht richtig gesehen? Nee, ich habe den Bericht ganz richtig gesehen. In dem Bericht wurde ganz klar am Anfang von RTL gesagt, ganz klar gesagt, hier sollen Kinder zu Terroristen ausgebildet werden. Ganz klar. In Mönchengladbach soll eine Schule entstehen, über die man alles andere als erbaut ist. In einer Islamschule sollen Kinder an Gewalt und Terror herangeführt werden. Das befürchtet der Verfassungsschutz. Angela Malzbender und Freddy Schlaat berichten. Hier sollen Kinder zu Terroristen heranwachsen. Das ist die große Furcht vieler Mönchengladbacher. Hier will eine Koranschule einziehen. Seit Jahren beobachtet sie der Verfassungsschutz, stuft sie als gefährlich ein.